Und ein herzliches Willkommen zurück zum einen Teil hier bei Horizon Zero Dawn mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Und ja, ich habe schon öfter erwähnt, das Ganze natürlich auf HDR und schwer. Und ja, wir schauen uns hier mal ein bisschen weiter um. Wir lernen jetzt wohl alle Programme von der Gaia hier kennen. So, hier haben wir noch was. Ursprungsanlage versiegelt. Eleithia 01 konnte versiegelt werden, bevor der Schwarm, der sich aus der Xinjiang-Region näherte, es entdeckt hat. Das Pingback der wesentlichen Systeme ist gut. Für unsere Jungfernfahrt ist das ein Erfolg. Was mein Disput mit dem Betas über die Zygoten-Auswahl angeht, natürlich verstehe ich, dass der Aufwand für Simulationen des Genflusses in unserem zukünftigen Menschen begrenzt sein sollte. Was? Natürlich verstehe ich, dass der Aufwand für Simulationen des Genflusses in unseren zukünftigen Menschen begrenzt sein sollte. Aber wir können uns darauf verständigen, dass es einen Spielraum zur Veredelung der zukünftigen Ursprungspopulation gibt. Ergo, zusätzlich zur persönlichen Überwachung der Eleithia 02 Fertigstellung MT Namuli, werde ich noch diese Woche einen modifizierten Zygoten-Auswahlplan ausarbeiten und vorlegen. Okay. Was auch immer das heißen soll. Das verstehe ich jetzt mal nicht. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Unfassbar. Hier liegt keiner mehr drin, ne? Krass, ey, dass die Geräte hier, dass das alles über 100 Jahre alt ist. Ursprungsanlage, Servitoren, was auch immer. Die Persönlichkeiten für Ursprungsanlage, Servitoren. Die Entwicklung der künstlichen Persönlichkeiten für die Servitoren der Ursprungsanlagen, Ernährer, Erzieher, Heiler, kommt gut voran. Wir peilen Turing 04 für diese Konstrukte an. Dies sollte geringe Empathie und begrenzte Improvisation gewährleisten, ohne die Einhaltung kodifizierter Verhaltensmuster zu gefährden. Hä? Allerdings stellt der stimulusabhängige Wechsel der Persönlichkeit eine größere Herausforderung an die Software dar, als erwartet. Insbesondere die festgefahrenen Feedbackschleifen zwischen der Erzieher- und Heilerpersönlichkeit machen uns Sorgen. Ich habe außerdem die Berichte über einen Zwischenfall angehängt, bei dem ein Servitor mit Mutterpersönlichkeit in die Maßnahmen eines Erzieherservitors eingegriffen hat. Ein Streit unter Eltern sozusagen. Auf den ersten Blick vielleicht amüsant, aber zutiefst besorgniserregend. Ich habe einen umfassenden Plan für die Korrektur dieser interaktiven Protokoll- Defizite beigefügt. In nur Daten beschädigt. Interessant, die Menschen an sich haben wohl keine eigene Persönlichkeit. Ist das hier das, wofür ich es halte? Künstliche Gebärmütter. Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Okay. Interessant. Ja, und das Klonen der Menschen anscheinend, keine Ahnung, lässt dem wohl keine Persönlichkeit entwickeln? Kann ich mir persönlich nicht so vorstellen. Persönlich. So, dass sie das quasi, so, keine Ahnung, also mit Turing meinen, aber doch irgendwie so ein bisschen vorgeben, was jeder Mensch, der da erschaffen wird, dann wieder für Persönlichkeiten haben soll. Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage?
Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha-Registry. Ich muss Elizabeths Büro durchsuchen. Das klingt dem, kommt denen ja nur nah, ne? Mit dem, Können wir da oben drauf? Achso, nee, da sind wir da. Hey, aber da gibt's, glaube ich, noch was, oder? Wir haben gar nicht geguckt, ob man da hochkommt. Guck mal hier. Achso, nee, hier sind wir ja doch hergekommen. Aber hier haben wir nicht geguckt, um hochzukommen, aber hier gibt's auch nichts. Okay. Ich meine, das sagt ja schon der Name. Der war, wurde ja nicht umsonst Urmutter genannt. Also irgendjemand hat wohl das Wissen erhalten, nachdem er quasi wiedergeboren wurde, über diese Vorgänge oder was hier zumindest passiert ist oder was auch immer, und hat das dann allerdings geheim gehalten. Aber von der Namensgebung her steckt da schon was drin, dass da jemand schon Bescheid wusste. Aber Wissen ist Macht, und wenn man die Macht nicht teilt, kann man über ein Volk herrschen. Und einen dummen Aberglauben dazu funken irgendwie. Wie zum Beispiel, dass diese Welt verboten ist. Die ist böse. Ich meine, klar, die haben die Menschheit ausrotten lassen. Na gut. Das war knapp. Aber dann den gibt es uns ja wieder. Und die wollten ja das Wissen auch hinterlassen, damit man eben nicht mehr diese Fehler macht. Und da sollte schon jeder Bescheid wissen, ne? Sonst bekriegen sich wieder die Menschen. Was ja passiert ist anscheinend hier in der Vergangenheit schon wieder. Alles klar und typisch. Nichts hier. Da ging wohl irgendwas von diesen Persönlichkeiten, die sie da erforscht haben. Irgendwas schief wahrscheinlich. Okay, hier gibt es auch schon wieder einiges. Was ist das denn? Das sieht ja krass aus. Darin wurde irgendetwas aufbewahrt. Irgendein Bauteil, das entfernt wurde. Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Kratere Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber... Aber... Ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der... Trauer. Das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Das ist gut. Sehr gut. Gaia konnte fühlen. Zumindest denkt man das. Oder man hat zumindest angenommen. Tür aufstemmen. Da müssen wir aber nicht lang, oder? Es folgt eine... kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elizabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elizabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die
Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist... Was ist, wenn es umsonst war? Elisabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elisabeth. An dich und das... Und das was? Jetzt gern weiter zugehört. Aber natürlich muss es unterbrochen werden. Ist das ihr Büro? Okay, hier haben wir noch was. Muss mal kurz niesen, einen Moment. Okay, da bin ich schon wieder. Noch etwas. Logik allein reicht nicht, Ted. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie amok läuft? Lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen? Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Ted. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elisabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted. Himmel, Liz, mach, was sie sagt. Okay. Okay, da müssen wir jetzt wohl rein. Ich glaube, ansonsten haben wir, glaube ich, alles, ne? Tür aufstellen. Ah, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. So, zwei Sachen haben wir noch hier. Was haben wir denn? Nochmal eine Textnachricht. Odyssee-Fehlschlag. Von Elisabeth Zobeck an alle Alphas. An alle. Leider habe ich furchtbare Neuigkeiten. Parsenit hat mich darüber informiert, dass die Odyssee-Mission fehlgeschlagen ist. Letzte Nacht zeigte die Telemetrie einen Katastrophenalarm. Was? Katastrophale, was Antimaterie-Eindämmungsfehler an, als die Antriebe zum Verlassen des Sonnensystems hochfuhren. Das Schiff, die Mannschaft, die Ladung von Zygoten und Samen, das Alpha-Modell von Apollo, alles verloren. Oh. Zero Dawn ist jetzt die letzte Hoffnung auf den Fortbestand der menschlichen Spezies und des Lebens auf der Erde. Wir müssen Erfolg haben. Okay. Ja, die wollten die Menschen auch umsiedeln, glaube ich, ne, mit der Odyssee. Krass. Was haben wir da? Artemis-Status. Charles Swanson an Elisabeth Zobeck betreff Artemis-Status. Es geht voran, Liz. Ich bin unzuverlässig. Ich bin zuversichtlich, falls man so etwas überhaupt noch sagen kann. Ich habe endlos mit Kryozoos über ihr Proben verhandelt. So viele Spezies gefangen in makabren Hologrammschaubildern. Aufgehoben, nur für den Fall. Über 14.000, die zwischen 2000 und 2043 ausgestorben sind. Wir haben angefangen, eine primäre Abfolge festzulegen und Pionierorganismen für einen ausgewogenen Nachhalt in Biosphäre ausgewählt. Mikroorganismen und Insekten, Kaninchen und Habichte, Füchse und Wölfe. Und tausende mehr, die darauf warten müssen, an die Reihe zu kommen. Bis unsere neuen Generationen ihre Wiedererschaffung anvertraut werden kann. Sie können also in einer Welt zurückkehren, die dieses Mal das Konzept der Arterhaltung begreift, bevor es zu spät ist.
Es war schon viel zu oft zu spät. Wir haben ein ganzes Sammlerteam im Schwarmdurchbruch in Myanmar verloren. Die Proben, die wir verloren haben, sind, tja, unersetzlich. Aber dank Dilis wird sich der Kreislauf des Lebens biegen und nicht brechen. Die Erde war einst ein unbelebter Gesteinsbrocken und eines Tages wird sie es wieder sein. Aber nicht jetzt, nicht so, nicht mit uns. Bronson. So, mehr gibt's hier nicht, ne? Okay, dann schauen wir mal, was hier jetzt passiert. Zugreifen. Meins. Die Alpha Registry Master Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht, wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Sie ist der Notschalter wahrscheinlich. Die Eclipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Mhm. Er hang da doch relativ nah in der Luft. Der müsste auch voll erwischt werden. Von der Explosion. Du lebst noch. Gut. Ich plane einen passenderen Tod für dich. Kind. Auch er ist es. Die Wahrheit herausgefunden. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher, wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Vermutlich hat selbst ein Monster wie du noch sowas wie ein Gewissen. Du hast es nicht gleich getan. Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind. Du stellst Mord als religiöse Opferung dar, damit du dich besser fühlst? Nein. Ich wusste immer, dass der Mord an dir richtig ist. Und doch bist du nicht weit weg von der Wahrheit. Tief in mir fand ich es meiner unwürdig, dich zu töten. Du warst nichts als eine Wilde. Das dachte ich damals. Trotzdem, ich wollte dich töten und tat es nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange, bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort,
erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben, Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier, damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Tolles Schicksal. Du folgst nur Befehlen, keinen kosmischen Wegen. Du bist wie ein Hund, den Hades an der Leine hat. Ein Diener, den er herumschubsen kann, wie er will. Es wäre zum Lachen, wenn nicht so viele sterben müssten. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Warum Unschuldige töten ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Okay. Also ohne Fokus. Na, da bin ich ja mal gespannt. Kaja-Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht.
Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns. Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Und das ging kennen. Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden. Ein bisschen größenwahnsinnig, der Kerl, ne? Super, und das Ganze ohne Rüstung und so. Ohne Waffen werde ich das Ding nie besiegen. Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Ich wurde auch nicht gebaut, um einen Behemoth standzuhalten. Okay, jetzt müssen wir natürlich erst einmal herausfinden, was wir machen müssen. Ich habe jetzt gedacht, ich muss ihn gegen irgendwie so einen Pfeil da irgendwie donnern lassen. Komm her, mein Freund. Die Säule schwankt. Noch ein Treffer und die Säule bricht zusammen. Ist ja schon zusammengebrochen. Das ist verheerend. Sagen, ne? Und wie durch Zauber sind wir jetzt schon direkt eingezogen und sowas, ne? Weil auch.
komme. Bin doch voll geflüchtet, was soll denn Mist? Na gut, im nächsten Teil sehen wir, wie man den Blatt macht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil hier wieder. In der Arena beim Plattmachen des Gegners. Dreimal sterben wir meistens mal und dann schaffen wir es. Also von daher bin ich sehr zuversichtlich. Wird auch schon funktionieren, den kriegen wir jetzt platt. Ich hätte jetzt nur nicht gedacht, dass er mich noch erwischt, aber gut, okay. Da auf jeden Fall. Viel Spaß an auf meinem Kanal, auch mit anderen Let's Plays. Euer von der YouTube Let's Plays als Hobby. Bis dann. Tschüss.